Message vom Chef, Major Jansen. Guten Tag aus Deutschland. Ich grüße Sie. So, ich nehme Bezug auf das Schreiben hier von einem Herrn Hartmann, der über einen anderen Account schreibt. Gut. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, Herr Hartmann. Hier besteht eine Militärregierung, ja. Und wenn ich die Zeit finde, ja, dann setze ich mich mit meinen Chefs Donald J. Trump und Wladimir Putin zusammen. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte jetzt hier nicht überheblich klingen. Wir arbeiten hier schon über Jahre, 17 Stunden am Tag, von montags bis sonntags, ja, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, über Jahre. Wir konnten den Krieg von Ihnen allen bis jetzt fernhalten, sonst würden Sie nicht sowas schreiben. Hier geht es wirklich um Leben und Tod. Das ist kein Spaß. Ja, ich kann Ihnen da noch mal zu sagen, ich hatte früher auch oft diese Anfragen. Ich habe überhaupt keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Und bitte, das soll nicht überheblich klingen, ja. Aber wenn Sie bei Amazon ein Paket bestellen, dann gehen Sie ja auch nicht zu dem Herrn Bezos direkt, ja, und wollen erst mal mit dem diskutieren. Hier ist überhaupt keiner mehr in der Lage zu diskutieren, ja. Das ist doch das Problem. Sie sind alle fehlgeleitet hier. Ja, natürlich beziehen wir die Bevölkerung mit ein. Es gibt auch genug Leute, die wir schon mit einbezogen haben. Aber ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wir befinden uns im Krieg und dieser Krieg ist noch nicht gewonnen. Jeden Tag fallen Soldaten, Polizisten und Sicherheitskräfte, die fallen in diesem Krieg, die sind tot. Verstehen Sie das? Sie haben es uns zu verdanken, uns, dem Militär, unseren Verbündeten, dass Sie alle noch leben. Das müssen Sie jetzt langsam realisieren. Das ist wichtig. Das ist hier kein Spaß. Ja, also Vier-Augen-Gespräch. Also finde ich echt interessant. Ja, das können wir jetzt mal machen, wenn wir hier alles einigermaßen geregelt haben. Ich rede hier mit ganz freien Worten von mir. Ja, also ich nehme hier auch kein Blatt vor den Mund. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, damit Sie alle auch begreifen, was hier passiert. Ja, es sind auch alle Anklagen relevant. Ja. Sie müssen das realisieren. Hier sind Todesurteile umgesetzt worden. Ja, viele von denen sind schon tot. Ja, verstehen Sie das? Das ist hier alles kein Spaß. Wir befinden uns in einem Weltkrieg. Ja, also nehmen Sie mir das jetzt bitte nicht übel, aber das finde ich ein bisschen vermessen, dass Sie mir hier so ein Gespräch anbieten. Ich bin hier nicht irgendein Telegram-Blogger oder so. Ja, ich bin Major. Ja, bei der United States Space Force. Bitte vergessen Sie das nicht. Ich bin hier der Commander in Chief von Europe. Bitte realisieren Sie das. Diesen Dienst bieten wir Ihnen hier freiwillig an, um Sie alle mit einzubeziehen. Aber Forderungen haben Sie hier nicht zu stellen. Seien Sie froh, wenn Sie überleben. Mein Name ist Thorsten Gerd Jansen, Soldat, Befehlshaber, Chef, United States Space Force.